flushen. Wir flushen mal den ersten. Und machen das nochmal. Ah, je öfter du jemandem das Leben nimmst, desto leichter wird das Spiel. Alles klar. 12 Dreams for the Red Queen under Crown of Stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Pending. Ist ja deprimierend. Aber recht hat er. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing. Nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ebbisch. Das ist ja ebbisch. Gefällt mir sehr gut. Ich wusste, die machen auf jeden Fall eine ganze Menge epische Sachen. Jetzt gib mir noch mal bitte ganz minimal eine Minisekunde. So. Wir müssen irgendwo hin. Ups. Ich rieche Blut. I knew you were alive.
Mary! Ich hab's mir gedacht. Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! No! Please, a moment, let me explain! Ich war das schon. Au! Verdammt Scheiße. Wie du hinschießt. Das war mein anderes Ich. Ich bin noch schizophren. Kann ich auch in die Richtung rennen? Macht das einen Sinn? Sterbe ich jetzt gleich? Erstmal in die andere Richtung rennen. Macht anscheinend keinen Sinn. Wir sind Level 1. No! No! Don't shoot! Jeez, Spießruten laut, das ist nicht cool. I need to get out of here! Okay. Okay. Wollen wir noch hier hochklettern und so? This can't be happening. Oh doch, mein Freund, das passiert! Was? No! Please! Stop! I mean you no harm! Cool gemacht. Ach Mann. Die Jungs wissen, was sie tun. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, let it go! Now I can defend myself. Okay, wir können uns verteidigen. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Ach so, ich kann den auch anvisieren. Ich habe ihm keine Wahl gelassen. Naja, ich bin auf ihn zugerannt und habe ihn niedergestochen. Ich weiß nicht. War jetzt auch nicht so nett, oder? Who are you, stupid beast? Mit Space kann man ausweichen. Okay. Warum soll ich ausweichen? Sorry. Ich bin nicht dafür auszuweichen. Das kann man nicht kaputt machen. Aber wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ich glaube, das ist der komische Frachter von hinten. Die Maus ist mal mega. Ich muss hier ganz sanft. Warte mal, das stellen wir mal ganz kurz ein. Machen wir mal 3, okay? Ist das besser? Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ist das ein bisschen besser? No, please, stop! Who are you? Filthy piece of shit! Dreckiges Stück Scheiße, hat er gesagt. Also, es waren seine Worte, nicht meine, ja? Das möchte ich hier. Ich zitiere nur. So, oder sowas kann man mit dem auch nicht, ne? Der untere Balken scheint die Ausdauer zu sein. Natürlich die Lebensenergie. Viel Lebensenergie verlieren wir hier nicht, auch wenn ihr auf uns ballern, wie irre. Ich gehe mal davon aus, aufgrund des Tutorials, dass wir noch Geld kriegen. Ich war das nicht. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Also wir sind schon mal kein Daywalker. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Burns, burns, burns.
I need to find somewhere to hide. I cannot enter. Let me go! Ich bin gar nicht hier. I need to find shelter. Shelter. Ort out shelter finden müssen wir finden. Dass ich nicht springen kann, macht mich fertig. It's locked. Locked. Das ist nicht locked. Is anybody there? What is this place? Hallo, darf ich überhaupt da rein? Die haben mich nicht eingeladen. The place seems abandoned. Ah, und deswegen darf ich da rein. Safe enough here. War das nicht so, dass ein Vampir nur... Okay, wir haben hier ein Bild. Anscheinend lebten hier zwei Leute. Brother. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Hey, bin ich jetzt in meinem Haus? Also, ich meine... Oder ist das einfach nur so, weil er zwei Leute gesehen hat und sich an seine Schwester erinnert hat oder sowas? Wir schauen uns mal weiter um. Hier kann man anscheinend etwas looten. Eine Schlinge... Nee, Schillinge. Was erzähle ich hier? Schlinge. Feuer und Sonne. Neues Sammelobjekt. Details. Tab. Okay. Ja... Sammelobjekte. Schwächen der Vampire. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einem Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich innerhalb von ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahlbrüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus Kennt ihr eure Feinde von Carl Eldridge? So, wir haben mal nischt dabei. Keine Mission. Hier können wir die Karte schon mal sehen von London. Das ist auch die Themse hier, die hier durchführt. Und das persönlich finde ich mega, weil ich war schon ein paar Mal in London und deswegen ich habe auch eine ganze Menge halt Geschichtliches über London an Wissen und ich freue mich da schon durch die Straßen zu zuckeln und mal gucken, wie die das umgesetzt haben, aber Don't Not ist halt meine Life Strange war ja schon nicht schlecht, ne? Warum? Der Walter voll nicht lang und so. Vielleicht gehen wir hier noch nicht lang, hier liegt irgendwie eine Leiche. Ich gucke erstmal hier. The sun is high. I cannot leave now. Die Sonne hat zu viel geraucht, weil die ist high. Deswegen können wir nicht raus. Das war Friesenenglisch. Der geht's noch gut. Auf jeden Fall. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious?
I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. That's impossible. Also, ich gehe mal davon aus, dass es einer von den beiden ist, oder? Irre ich mich jetzt? Das weiß ich natürlich nicht. Finden wir hier noch was? Jo, eine Flasche mit Alkohol. Alkohol ist immer gut. Hebt das Gemüt. Und desinfiziert. So, was haben wir denn noch alles hier? Nochmal Schillinge. So, haben wir ein Spiegelbild? Anscheinend schon. So, wir wurden auch gebissen. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Ja, bist ja auch noch da, ne? Bist ja nicht weg, mein Freund. Bist ja nicht weg. Oh. Schweres Schädeltrauma. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No. Das ist wohl wahr. It never got easy. Nein? Wir haben einen abgenutzten Revolver. Stufe 2. Ich kann die Stufe auch erhöhen. Fragt sich nur, Teil eines gewöhnlichen Abzugs und drei Stück und zwei Federn brauche ich. Alles klar, man kann hier also auch upgraden, nicht schlecht. Mit mir. Blutiges Tagebuch. 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgens ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen.
Ja, wie kann ich... Da nicht noch runter scrollen? No sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Durchläuft er jetzt die fünf Phasen der Trauer oder so? Erst Verleumdung. So be it. Rational thinking only. Toll, und wenn ich nicht schießen will? Also ich denke, ab irgendeinem Zeitpunkt fängt man einfach an zu schießen, weil dieses Geräusch einfach unerträglich ist. Kann ich auch die anderen Knopf drücken? Oder kann ich irgendwas anderes machen? Nein. Rationales Denken ist das Einzige, was zählt. Also bringen wir uns natürlich um. Was auch sonst. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das macht mich fertig. Weißt du, warum fliehen wir? Warum bringen wir Leute um, um uns dann hinterher selbst umzubringen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist bescheuert. Ja, das hätte dir vorher auffallen können. Deinem rationalen Denken. Na gut, er weiß nicht, was ein Vampir ist, wahrscheinlich. Ja, da ist ein Loch. Ja, da ist überall Blut. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood. Gut. So, Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte von Stufen aufsteigen, um Stufen aufzusteigen, um deine Vampirsinne zu verbessern. So, beginne mit der Auswahl der verfügbaren Fähigkeit Autophagie. Ultimativ finde ich ja sehr schön. Klingt für mich sehr interessant. Autophagie, du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen angesammelten Schaden sofort zu heilen. Ist also ein kleiner Heilzauber, den wir hier haben. Und ja, sehr schön. Jeweils die kann man dann auch noch weiterentwickeln. Verdammt, wenn man mal alle Skills sehen will, muss man wirklich einfach nur Amok laufen in der Stadt, oder? Naja, okay. Ach, ich muss hier gedrückt halten. Habe ich das jetzt gemacht? Angriffsfähigkeit soll ich freischalten. Wähle eine aus und klauen, Blutspeer oder Schattennebel. So, was macht denn der Schattennebel? Du erzeugst eine Schattenwolke zu deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Du wirfst einen Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Wir können dann noch hier, die Schattenexplosion fügt mehr Schaden zu, oder Schatten konzentrieren sich in einem Bereich, alle Ziele in diesem Bereich werden von Schattennadeln getroffen und bluten. Das Blut aus diesen Wunden wird direkt vom Vampir absorbiert, das ist schon ziemlich geil. Du fokussierst dich, erzeugt drei kleine Blutspeere und versuchst alle Feinde vor dir zu treffen, verglichen mit den ursprünglichen Reichweite Schaden. Ja. Das gefällt mir nicht. Irgendwie Blutspier ist doof. Und was haben wir hier? Der Schnitt ins Fleisch deiner Opfer ist so tief, dass du mit jedem Treffer auch Blut aufnimmst. Klingt auch für mich sehr, sehr cool. Da du die Stärke der Klauen benutzt, schockt dein Schlag nun deine Beute. Hm.
Also sprich, entweder Blutnebel oder Clown. Bin mir nicht mal sicher, was ich nehmen will, aber ich glaube, ich will erstmal die Clown nehmen. Wir werden mal Nosferatu-like, ne? Oder? Clown, aggressiv. Blutspeer, aggressiv. Ist alles aggressiv. Ja, bestätigen. Ach, jetzt muss ich. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Okili dokili. So, ich wollte jetzt noch mal hier von wegen. Wir haben noch so ein dämliches Buch gefunden. Das kann ich mir natürlich jetzt nicht mehr angucken, oder? Doch. Blutiges Tagebuch. Doch, man kann nämlich noch runterscrollen. So. 21. Oktober. Die Männer mit dem Schaufelader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich ins Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die sie seit dem letzten Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen, aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig, ich habe versucht runterzugehen. Becky hat den Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Okay. Hat sich dann auch das Leben genommen, der Arme. Das ist nicht so schön. So, ewiger Durst. Wir sollen die North Bank sollen wir erreichen. Und... These people want me dead. I need to leave now. Okay. Here's the leech. Here! Was war das? My head's spinning.